Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Und ich würde sagen... Ach toll, ich wollte mir das gerade holen, jetzt ist es zu spät. Schnappe ich mir halt erstmal diesen Typen und... Was war das? Und dann dieses Ithildin hier oben. Ithildin? Hallo? Wo bist du? Habe ich da nicht gerade leuchten sehen, da auf der anderen Seite? Hier so? Nein? Nein, aber da hinten war doch gerade... Ja, genau so einer. Na gut, den habe ich nicht gekriegt. Egal. Wo ist denn dieses Ithildin? Nicht nach innen, du Depp. Lässt sich nach innen fallen. Das ist so ein Schlaumeier. Wo ist es denn? Da ist es. Gibt's doch nicht. Nanich hier, Gelaia Mordor. Richtig. So, und dann haben wir hier noch... Sag nicht, dass der Grauk echt da bei dem Auftrag rumsteht. Hat der eine Macke oder was? Och, ist das dumm. Jetzt steht der Grauk bei dem Hauptauftrag rum. Was macht der denn da? Doch ätzen. Dann mache ich halt erstmal das hier. Schnelle Gnade. Er verfluchte seine Feinde und erlöste sie mit Pfeilen von ihren Leiden. Ah, okay. Das ist die Mission, an die ich gedacht habe. Ich glaube, da hat sich etwas als ich das in der letzten Folge gesagt habe. Elbengeschosse. So viel noch? Noch 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Das war aber knapp. Das war aber knapp. So, was können wir uns jetzt freischalten? Hier, terrorisieren. Letzte Chance, Todesstoß und Wurfdolch. Ich mache erstmal terrorisieren. So, sehr gut. Jetzt ist der Grauk auch aus dem Weg geräumt. Und das heißt, wir können uns erstmal diesen Typen hier greifen, weil der Informationen für uns hat, und uns dann das Artefakt nehmen. Na komm. Gib deinen Verstand auf! So, wen nehmen wir denn hier mal? Ich nehme mal den da. Wenn er schon mal... Ach Mist, ich bin so ein Depp. Torz der Frevelhafte. Brille. Spiel mal. Na, nein, 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 nein. Sehr gut. Jagdherausforderung 2 habe ich geschafft. 5 geflügelte Untiere. Endlich! Es wurde auch Zeit! Hat jemand diesen Tag erwischt? Nein, hat bisher noch niemand. Dass sie nur in Waffen fertig sind. Oh, das ist gut. Dann lass sie aus diesem Waldläufer in die Rippen stoßen. Ja, ja, das machen wir dann später. Die Waffen den Waldläufer in die Rippen stoßen. Wir haben jetzt erstmal einen verschlüsselten Tagebucheintrag. Der Himmel über Mordor wird von geflügelten Schatten gesäubert, den Höllenhetzern. Krähen wie dieses arme Exemplar werden gnadenlos gejagt, jedoch nicht als Nahrung. Nein, Krähen werden gejagt, da jeder dieser übergroßen schwarzen Vögel ein potenzieller Spion sein könnte. Ein Bote, der seinem Herrn außerhalb Mordors Neuigkeiten bringt. Diese Krähe wurde von ihrem Schicksal ereilt, als sie versuchte, eine verschlüsselte Nachricht zu überbringen. Dort unten. Ja, dort unten.
dies ist, was ich sah. Nämlich, dass die Orks die Erde durchgraben. Sie haben gewaltige Höhlen in die Erde gegraben. In die Hänge der Hügel und Berge. Und dort arbeiten sie. Sie haben Schmieden errichtet und sie lassen ihre Schmiede Tag und Nacht Waffen und Rüstungen schmieden. Um Metall einzusparen, fertigen sie die Rüstungen nur für die Front. Als hätten sie nicht vor, sich je wieder zurückzuziehen. Oh, und dann sind da noch diese gewaltigen Gruben. Doch da schaffen sie bestimmt 100 Orks am Tag. Und einige davon sind diese Uruk-hai. Man erkennt sie sogleich, denn sie sind mindestens einen Kopf größer als die anderen Orks. Sie werden als Kämpfer geboren und beginnen sogleich den Rest zu führen. Niemand hat meine Spitzeleien bemerkt. Aber schick keine Krähen mehr. Die anderen Orks könnten misstrauisch werden. Tja. Da ist wohl ein Maulwurf bei ihnen. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Da gibt es dann wohl einen Maulwurf bei den Uruks. Da! Der Tark! Töten! Der Sklave hat also eine Information und der Typ hat eine Information. Du reißt dein Maul nicht mehr auf! Du bist tot! Die Bleichhaut ist längst weg! Den kann ich. Und den kann ich auch. Ich zerstöre. Bleib da! Junge! Stehen geblieben, du hast Informationen für mich. Macht euch auf neue Befehle. Bist doch ein Depp. Wir sollten nicht noch mehr unnötige Zeit verschwenden. Ach, das ist doch ein Idiot. Habt ihr das gehört? Geht doch. War das denn so schwer? Und jetzt sag mir bitte was über die Hauptmänner. Mock-Kopfjäger. Jagt die gefährliche Beute von allen. Furcht vor Verbrennen. Immun gegen Fernkampf. Und ich kann ihn mit Schleichen, könnte ich ihm was abziehen. Angriff von oben, jetzt verfügbar. Übrigens Brille Vielmann. Was muss ich eigentlich jetzt jagen? Steht das nicht hier? 3 Karagor, na das geht ja. Sagt er und starrt bei einem Karagor, an einem Karagorbiss. Doch wo ist noch dieses Ifildin? Da ist sogar ein Karagor. Dort ist dieses Ifildin. Ivab Galebr. Spinni! Eigentlich wollte ich die Hauptquest machen, aber wenn der Grabwandler würde es nicht wagen, hier aufzukreuzen. Aber wenn der Grabwandler es nicht wagen würde. Gewaltige Kraft hat er keine Chance. Aber wenn der Grabwandler hier so viel Angst hat, aufzukreuzen, dann muss ich eigentlich auch erstmal den Leuten zeigen, wie groß seine Angst wirklich ist. Resultate. Aber die Krieger erledigen die echte Arbeit. Was machst du eigentlich hier? Nicht mehr sehr viel, habe ich irgendwie im Gefühl. So, Hinrichtung. Hoshkrysh, der Abstoßende gegen Arkoths Schädelbeuger. Gut, da gibt es einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Ich hoffe nur, er klappt. Wie spät ist es eigentlich? Okay. Von euch Maden hatte ich mehr erwartet. Ich bin kein Verräter. Lasst mich sofort gehen. So, Hoshkrysh, wo bist du, mein guter Freund? Hoshkrysh, der Abstoßende. Das ist Ronk. Hoshkrysh? Ach da, Hoshkrysh. Ach, den kenne ich nicht. Das ist das Problem. Den Typen kenne ich. Das wär's nicht. Anfällig für Fernkampf.
Gut, das heißt, ich muss versuchen, Hoshkrish umzubringen. Oder ich gehe schnell hier hoch. Menschendreck! Stell dich zu dem Rest und fleht gemeinsam um den Tod! Was ist das? Ich zeige dir Wahrheit! Oder ich nehme diesen Typen schnell, wenn es denn klappen würde. Geht das, wenn ich hier drüber? Zählt das? Ja, das zählt. Ach Gott, das ist immer so ätzend, wenn die wegrennen. Jetzt leidest du! So, dann jetzt dich. Olrok, der Verderber, reibt seine liebste Waffe mit Gift ein. Furcht vor Graux erleidet Schaden durch Schleichangriffe, okay. Das war Arkoth. Dadurch hat aber leider Hoshkrish gewonnen und kriegt eine Macht dazu. Das mache ich mit jedem, der mir in die Quere kommt. Jetzt kann ich versuchen, hier hochzugehen. Du kannst mir nicht wehtun. Ich habe es immun gegen Schleichen, Scheibe. Ich bin ein Fußsoldat. Das war er. Ich weiß es. Aber er ist weg. Hey, was ist denn gerade passiert? Ach, das ist denn sein Bescheidenen. Ich kenne jeden Meter dieses dunklen Landes. Wenn du wegrennst, werde ich nicht ruhen, bis du tot bist. Das befürchte ich allerdings auch, deswegen mache ich mich weg, damit ich nicht sterbe. Toll, jetzt brauche ich neue Elbengeschosse. Oder erstmal das Blümchen hier. Der Tag hatte zu viel Schiss, noch weiter hier herumzuschleichen. Er ist da drüben! Hast du das gesehen? Das hat total gut geklappt. Schneidet ihn in Stücke! Das hat zumindest geklappt. Nein, keine Elbengeschosse. Dann kann ich ganz schön schlecht gegen Faragor. Mit Geschossen geht's eigentlich ganz in Ordnung gegen Faragor, aber nicht ohne. Kannst du den mal bitte aussaugen. Spürst du das? Au. Nein! Jetzt frisst mich der Karagor, das gibt's doch nicht.
Macht ihr mal. Ja, zum Spiel zurückkehren. Ja, naja, egal. Was sind diese Türme aus Silber? Das ist mir relativ egal, was diese Türme aus Silber sind. Ich gehe jetzt erstmal... Oh, was ist das? Jauha Balz. Die Bestie des Todes auf dem Rücken der Bestie. Ist das... Fiel in das Lager der Feinde ein und machte sich... Oh, ich mach mal das hier. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen. Eigentlich wollte ich Hauptquest machen, aber... Dann halt nicht. Arkoth Fleischpooler. Brille. Vielmann. Na, in welche Richtung gehst du denn? Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Wie seid ihr denn eigentlich hier? Das ist unfassbar. Nicht da hoch. So, erstmal das Offensive, das andere ist Dolch. Das habe ich hier schon vorgelesen. Schon wieder einer von diesen Katzgeviechern. Wie bist du freigekommen, du Idiot? Ich muss das Feuer entzünden. Halt! Noch einer. So, und jetzt ist Polen offen. Sehr, sehr geil. Schleicht hier. Komm raus, du kleines Biest. Du weißt ihn nicht. Was? Ich euch alle. Au. Boah, Junge. Boah, das wird gerade ganz schön viel. Ah. Komm ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Warum soll ich auch da hochkommen? Das hat sich gelohnt. Mein Sieg! Schlacht! Auf damit. Werde den Scheiß einfach mal sein lassen, Leute. Sind gar nicht mehr so viele. Da hinten ist noch einer von den Typen, die ich ermorden muss. Die anderen sind alle nur gekommen, weil die Festung in Alarm ist.
Ja, das war wirklich der letzte. Und jetzt mache ich mich hinfort. Einführung Waffenverbesserung. Ja, ja. Um unbegrenzt Hinrichtungen durch. Heiliger. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangt. Damit kann man dann ja alles töten, was man will. Was war oder das? Nicht? Ich habe mal noch eine Frage. Was müssen wir denn jetzt töten? 4 Ratten? Na, was weiß ich. Ich sehe den Waldläufer. Du siehst den Waldläufer gar nicht. Der Waldläufer will nämlich nur eine Fieldin. Und du könntest... Der Waldläufer könnte ja ruhig mal nach unten gehen. Ah, welche Hans ist denn das? Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die schwarze Hand siegen sollten. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Kuga ist doch halb blind. Seine Spuren waren... Uschgol. Uschgol. Mal gucken, ob ich den kriege. Oder ob das eine Selbstmordmission wird. Der Tag ist wohl abgehauen. Tja, glaubst wohl, ich bin von gestern. Menschendreck! Ich dachte schon, du würdest bis zur großen See rennen, so wie du davon gerannt bist. Zum Glück bist du noch hier. Ja. Da kannst du von Glück sprechen. Ja, ich hoffe, du hast recht. Wir werden dich. Nein, nicht so ein Affe. Wir sehen uns wieder, Menschlein. Du hast Dreck im Gesicht. Wenn die Zeit gekommen ist. Deine Zeit ist gekommen. Ganz eindeutig ist deine Zeit gekommen. Schnapp dir ein paar Tropfen meines Blutes, Waldläufer. Trage sie immer bei dir, damit wir uns nahe sind. Das ist ja ekelhaft. Nasdug der Fanatische. Leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Kein Karagor und bitte nicht zum Brennen bringen. Das war dann wohl dieser unser guter Freund Uschgul. So, aber ich würde sagen, das reicht dann auch für diese Folge. Ich muss auch jetzt hier nicht wegrennen, da ich gleich eh rendere. Und das heißt, ich gehe gleich wieder raus aus dem Spiel. Das war halt nur jetzt mal so kurz eine Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Freunde. Tschüss.